Im Weißbriachtal auf dem Weg zur Granierhütte geht ein ganz versteckter Weg, ganz steil eine Wiese hoch. Hier sind wir gerade in einem Waldstück angekommen. Hier geht's rauf. Und hier ist der Weiterweg. Bleibt also wohl noch eine ganze Weile ordentlich steil. Weiterweg zur Granierhütte. Hier ein Blick ins Tal runter. Und nach oben. Und hier der Weiterweg. So, wir sind durch das Waldstück durch. Und da oben schaut die Granierhütte schon raus zwischen den Bäumen. Ich hoffe, dass es jetzt etwas harmloser weitergeht. Sieht zumindest danach aus. Denn bis auf Charlie, der mich wieder mal frisch und munter hochzieht, als wäre es überhaupt nichts, war es doch anstrengend. Zumindest für mich. Und für den Sammy, glaube ich auch. Und Sammy, jetzt geht es ein bisschen leichter. Ja, ja. Bobby war auch wieder ganz tapfer. Jo, jo, jo. So, Rundblick von der Granierhütte, vor der wir gerade stehen, runter ins Tal. Die man gegenüberliegend sieht, sind wir aber durchaus ganz schön hoch hier. Weiter Weg ins Granierkar. Die Wasserversorgung ist hier sehr viel besser, wie man sieht und hört. Und hier ist unser Weiterweg in das große Granierkar. Mal wieder Zeit für einen Rundumblick. Was hier oben fast wie Unkraut wächst, das sind Heidelbeeren. Und Sam ist Experte im Heidelbeerenessen. So. Modellbaulandschaft. So anstrengend auch der Aufstieg war, aber hier oben ist es wirklich schön. Und die Sonne kommt jetzt auch ein bisschen mehr raus. Die dicken Wolken werden weniger, beziehungsweise die Wolken werden heller. Mein Fotoapparat hat den Geist aufgegeben, beziehungsweise wohl der Akku. Drum wird heute nur gefilmt. So, hier irgendwo zwischen den Büschen verläuft dann der Weiterweg. Und wieder ein Rundumblick. Der Weg zurück ins Tal. Hier plätschert ein Wasserfall. Hoffentlich kommt da bald der See. Irgendwo muss das Wasser schließlich herkommen. Da sehen wir schon ein bisschen mehr von den umliegenden Gipfeln. Da geht es zur Scharte rauf. Hier wieder runter. So, wie man das Gernsicht schon sehen kann, sind wir ein gutes Stück höher gekommen. Hier durch dieses Kar sind wir hochgestiegen. Bei diesen Felsen da unten geht es dann wieder bergab ins Tal. Hier die Abbruchgruppe.
Jetzt geht es langsam in Richtung unserem Weiterweg. Wir wissen immer noch nicht, wo sich der Weg genau versteckt. Wir wissen nur, wo er überall nicht ist. Hier irgendwo dürfte es über den Bergrücken hochgehen. Da hinten ist ein Gipfelkreuz. Das könnte der Rundstein sein. Und hier die Fortsetzung des Berges. So, wieder der Blick zum Gipfelkreuz an dieser markanten Ecke oben. Zurück ins Tal sieht man jetzt nicht mehr so weit. So, hier geht es nicht mehr viel höher. Und hier haben wir jetzt endlich den gut versteckten See gefunden. Die Hunde machen wieder Trimm-Dich-Sport. Jetzt haben wir den See als Komplettansicht. Wo bei uns da mehr oder weniger runterstürzt. So, jetzt sind wir am Graniersee, beziehungsweise an dem größeren, der zwei oder sogar drei kleinen Seen. Es sind sogar ganz kleine Fische drin. Und ich muss mich korrigieren, das ist hier irgendwo der Hundstein. Der Hundstein ist wohl dieser Berg hier. Und das, was da weiter rechts kam mit der markanten Ecke, das ist die Zechnerkarspitze, die wir vom weiterführenden Tal aus ja schon mal bestiegen haben. Ein spät nicht nachmittäglicher Blick zurück. Ich glaube, so ungefähr um 15 Uhr sind wir vom See wieder aufgebrochen, nachdem wir eine halbe oder sogar dreiviertel Stunde Pause gemacht haben. Da sind wir hergekommen. Hier lässt sich das Rennen gut gehen. Und da sieht man den Bach, der uns jetzt eine ganze Weile begleitet hat und auch noch begleiten wird. Zwei Bäume haben sich eine exponierte Stelle gesucht. Jetzt in der Spätnachmittagssonne wieder. Die gegenüberliegenden Berge sehen fantastisch aus durch die Schatten. Hier das Tal, wo wir runtergehen werden. Und der Blick. So, auf dem Rückweg das steile Stück im Wald. Sam wartet gerade auf uns, denn wir sind schon da vorne. Bobby muss sich unbedingt wälzen. Ja, gleich überschlagst du. Nicht die ideale Stelle dafür. So, Sammy! Sehr gut machst du das. Gut. So, und weiter. Und stopp. So, und wieder ein bisschen Abstiegsdokumentation. Da an diesem Fels müssen wir jetzt vorbei. Quer durch diese Wiese, die hier so nach unten geht. So, langsam. Patschufa. Stopp. Warten. Gut, vor die Tür. So ist das fein. Im Gänsemarsch geht's hier durch. Breiter ist der Weg nicht.
Gut. Kleiner Zwischenstopp. Stopp. So, hier blüht so einiges Schönes. Ich hoffe, man kriegt es ein bisschen mit im Film. Okay, weiter. So, warten. So, gut. Und vor, langsam, Patschufa. Langsam, gut. Und stopp. So, der Blick zurück. Den Weg muss man fast erraten, das sieht man fast nicht. So, hier geht es durch den Felsen durch. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind von der Hütte in einer Stunde ins Tal abgestiegen, Richtung Auto. Jetzt haben wir schon ein bisschen was zum Trinken hier an der Stelle gesucht. So. Irgendwo sind wir diesen Berg hochgekommen. Man kann es fast nicht vorstellen. Aber irgendwo sind wir darauf. So, hier kurz vor diesem großen Felsen auf der linken Seite mit dieser verfallenen Parkbank dahinter beginnt 10 Meter vorher. Wir gehen jetzt also in Richtung Auto zurück. Beginnt hier bei diesen paar Steinblöcken. Der erste Steinblock hat eine rote Markierung, wenn auch sehr verwittert. Und da geht der Weg vor zu unserem heutigen Ziel. Und nach kurzer Zeit kommt noch eine Schranke, sieht man hier nicht. Und dann geht es da eben weiter.